Moin, willkommen zu einem neuen Video zu Diablo 4, zu den Herausforderungsportalen Nummer 124 auf dem europäischen Server. Und wir haben es jetzt 23.10 Uhr. Ich habe es ja doch fast wieder verpennt, dass das eine Stunde früher ist im Moment. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Also, das sieht hier schon mal aus, als ob er hier, ist das Inners blau und mit Aukills? Ja, mal gucken. Inners 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit Prunkring drin, aber brauchen wir nicht, weil er 6 Teile trägt. Und na gut, okay, Prunkring natürlich für Aukills, dass er den Dreier-Set trägt, alles klar. Und Wirtschutz und Band der Habgier. Aber nicht wirklich doll gerollt. Mal gucken. Dann hat er hier den Donnerkeil in Uralt ohne Sockel. Und er hat den Donnerzorn. Mit Sockel, aber nicht Uralt. Auch geil. So, dann haben wir hier den Erzeuger, Weg der 100 Fäuste und haben den Tritt. Dann haben wir hier Mantra, mystische Verbündete, Zyklonschlag zusammenziehen und dann rasender Angriff. Illusorische Stiefel ist gut und hier Blitz. Er ist wohl auf Blitzschaden gegangen hier. Wenn wir gleich mal gucken, welchen Windmachtstoß, welche Rune das ist, ob das wirklich auch eine Blitzrune ist. Und dann schauen wir mal. So, da sind wir schon mal. Mit der Begleiterin, die hier einen Maximus trägt. Also schon mal aufpassen, dass man nicht auf den Kettenmonster angreift, also was sie mitführt. Also hier haben wir Weg der 100 Fäuste, Windmachtstoß, Kälteerzeuger. Das ist hier Blitz, Stich des Skorpions, ne? Also deswegen auf Blitzschaden. Dann haben wir hier Mantra der Heilung, den Feuerverbündeten, den Zyklonschlag, kühlende Brise, heilt mich. Und wird nochmal erhöht durch den Heilkugel-Bonus und eben Rasenangriff ist Quecksilber. Das ist ganz cool. Und auch Blitz. Dann wollen wir hier nochmal gucken, ob wir auch den Heilkugel-Bonus haben. 4. Naja, gut, okay, ist das nicht so doll. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 uralte Sachen an. Ich sage kein LOD-Bild, deswegen ist das wurscht. So, wollen wir doch mal gucken. Paragon 372 ist jetzt nicht so der Hammer. Aber mal gucken, was wir in einem Level 43 ausrichten können. Ne? So. Mal gucken. Ich weiß es nicht, ob das... Also Dashen, zusammenziehen und Roundhouse-Kick machen. Mal gucken, ob es hier irgendwie weitergeht. Also ich bin jetzt nicht nach links oben gegangen, weil ich... Na, hier haben wir noch einen... ein Pack. Oh, hier geht es gleich weiter. Sehr gut. Ich mag die Ebene gar nicht, deswegen gehe ich jetzt gleich weiter. Ist auch nicht gerade besser. Das ist kanalisieren, das ist ganz geil. Hier kann man dann natürlich schön Blitze durchgehend dashen. Hier würde man wahrscheinlich dann da links wiederum rauskommen. Weiter. Da ist er schon wieder abgelaufen. Da habe ich weggejagt, eingefroren, egal. Hallo, ich hänge. Wieso hänge ich? Oh, Alter. Spiel eingefroren. Tolle Wurst. Kann ich teleportieren? Auch nicht. Spiel komplett eingefroren. Toll. Super. Und die Zeit hätte ich wahrscheinlich noch gehabt. Warte mal. Ja, jetzt... Okay. Oh. Jetzt geht's wieder. Egal. So.
Das kriegen wir auch hin. Hier oben geht's weiter. Ja, das war so ein kleines Quadrat, was man da laufen muss. Allein der Zyklonschlag macht schon so viel Schaden, dass da viele drauf gehen. So, was haben wir hier? Schild, immer gut. Movement Speed ist natürlich wieder für den Arsch. Wo haben wir hier auch nochmal? Das ist eine Sackgasse. Also die Blitze machen so schon ordentlich Schaden. Das ist schon ganz cool. Movement Speed lässt zu wünschen übrig. Okay. Wahrscheinlich letzte Ebene hier. Denke ich mal. Ja, das Zusammenziehen macht schon so ordentlich Schaden auf Level 43. Hier kann man dann auch so nochmal Schaden machen. Schild ist gleich vorbei. Macht aber nichts, weil wir eh gleich am Ende sind. Wollen wir hoffen, dass wir hier noch so ein, zwei Packs kriegen. Oder die zusammengezogen kriegen hier. Hier ist noch ein Pack, sehr gut. Na, reicht nicht! Ah, jetzt, da ist er. Ja, der Boss ist auch nicht das Problem. So, ja. Jetzt nicht die dolle Zeit. Ich habe, wie gesagt, auch bei den vorherigen Maps jede Menge ausgelassen. Aber egal. Er hat ja. Hier aber kann man noch mal sehen, der Bojarski Splitter, Dornenschaden hat er da ordentlich drauf. Und hier den Träne des Sternwebers. 35 beide. Ja. Kein Dollarbild. Bewegungsgeschwindigkeit lässt wünschen übrig, aber es ist machbar. Und ja, viel Spaß beim Matzfarm. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.